So, willkommen zurück zum besten Projekt aller Zeiten. Elex. So, bevor wir den Typen mal befreien, plündern wir ihn erstmal, ne? Das ist sozusagen unsere kleine Entschädigung dafür, dass wir den überhaupt... Oh, Quatsch. Ich glaube, das habe ich schon gesehen. Dafür, dass wir ihn gerettet haben. Denn da draußen ist ja der gute alte Jack. Ja, Jack, nicht Jacks, wir sind Jacks. Und das da draußen ist Jack und den gibt's ja in jedem Piranha-Bytes-Spiel, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall ab Gothic. Ja, müsste in jedem gewesen sein. Und der ist immer der Leuchtturmwärter. Und hier wird es wahrscheinlich nicht anders sein. Wir haben ihn ja jetzt gerade vor ein paar Kannibalen gerettet. Deswegen, oh Gott. Wie sollen die denn... Also die haben hier schon Menschen gegessen. Kann mir jemand nochmal genau erzählen, wieso der dann so lange überlebt hat? Weiß der irgendwas? Ach komm, wir quatschen einfach mit dem. Bist diesen Kannibalen fast in die Falle gelaufen, was, Jungchen? Gut, dass sie in dir ihren Meister gefunden haben. Ein Moment länger und sie hätten mich über dem Feuer geröstet. Bitte, gib mir doch auf den Schreck ein Aus. Ja. Auf dein Wohl. Ah, das wird meiner Kehle guttun. Hast ein Gut bei mir. So, jetzt hole ich noch einmal tief Luft und hoffe, dass du wirklich jeden erwischt hast. Du siehst noch nicht so alt aus, darum lass mich dir sagen, früher hätte es eine solch verkommene Bande nicht gegeben. Wie meinst du das? Ja, komm. Erzähl mir von früher. Nur zu gern. Was möchtest du wissen? Einzelnen Gemeinschaften? Weiß nicht. Erstmal über Tavar. Was weißt du über Tavar? Tja, das Ödland kannte seinerzeit weitaus mehr Zivilisation, als man denken mag. Aber als der Meteor kam, hat er nur noch eine Wüste hinterlassen. Nahezu alles wurde zerstört oder verschüttet. Einige Gebäudekomplexe konnten sich dennoch dieser Gewalt widersetzen. So zum Beispiel das Fort. Vielleicht wusstest du es noch nicht, aber Logan, oder der Duke, wie er sich heute nennt, sitzt auf einem Pulverfass. Denn schon damals war das Fort ein Stützpunkt, in dem massenweise Waffen gelagert wurden. Was für Waffen? Ich bin kein Experte. Aber dass sie gefährlich sind, ist sicher. Auf jeden Fall zerstörerischer als alles andere, was wir heutzutage kennen. Woher willst du das wissen? Weil die Abschussvorrichtungen Bände sprechen. Zusammengefasst kann man über Tavar nur noch Folgendes verlieren. Eine Einöde, die kein Erbarmen kennt. Hat der Atombomben in seinem Bunker? Also Atomraketen, beziehungsweise keine Bomben. Okay, dann sag mal, was du so von den Gemeinschaften. Ich will mehr über die einzelnen hältst. Gemeinschaften erfahren. Oh, da sprichst du etwas an. Ihre Gründungszeit liegt weit hinter uns. Bevor der Meteor eingeschlagen ist, gab es die heutigen Gemeinschaften noch nicht. Aber mit ihm und dem Elex veränderte sich alles. Wenn kaum Rohstoffe vorhanden sind, streiten sich die Überlebenden um das, was übrig ist. Und weil der Mensch nun einmal Führung braucht, schließt er sich oftmals einer Gruppierung an. Das ist rein praktischer Natur. Man bekommt wieder eine neue Aufgabe und lebt einfach sicherer, als wenn man auf eigene Faust versucht zu überleben. Und weiter? Tja, so kam es zu den Territorialkriegen. Jeder wollte ein Stück vom Kuchen. Und je mehr Blut vergossen wurde, umso mehr kristallisierten sich die Gemeinschaften heraus. Doch anstatt, dass man sich untereinander einigte, fochte man weiter. Um mehr Land, um Elex, um was auch immer. Der Preis war hoch und so ging das Sterben weiter bis zu dem Punkt, wo die Vernunft Oberhand gewann. Um dem Blutzoll Einhalt zu gebieten, wurde ein Nicht-Angriffspakt beim großen Konzil von Magalan beschlossen. Vorerst schwiegen die Waffen. Okay.
Also ist alles so ein bisschen wie bei unserer Weltgeschichte. Das war noch nicht alles. Natürlich nicht, aber ich gebe mir Mühe, es in aller Kürze zusammenzufassen. Jedenfalls war der Frieden brüchig. Glücklicherweise war von den Alps damals noch nichts zu sehen. Sie müssen in all der Stille in Xakor herangereift sein, oder wie man es nennen mag. Immer wieder gab es Scharmützel zwischen den Fraktionen. Wieder ging es um Elex oder einfach verletzten Stolz. Der Mensch kann eben sehr erfinderisch sein, wenn er unzufrieden wird. Das hört sich irgendwie so komisch an. Also gab es jetzt diese Laserwaffen vorher nicht? Also bevor der Meteor eingeschlagen ist? Und haben die das alles selber entwickelt? Ich meine, die sitzen da oben in irgendeiner Eiswüste. Oder ist das irgendwie eine Forschungsanlage gewesen? Und wo haben dann die Kleriker ihre Waffen? Ja, haben die von den Alps geklaut? Ne? Interessant. Weiter. Tja, dann rückten die Alps auf den Plan. Während wir uns Mühe gaben, uns zu schwächen, wo es nur geht, haben sie die Gunst der Stunde genutzt. Unbemerkt von allen konnten sie eine Armee heranzüchten und ihre Invasion starten. Wir waren vollends überrumpelt und darum konnten sie auch ohne große Gegenwehr ihre Konverter errichten. Du siehst, wer die Augen verschließt, wird abgestraft. So ist das nun mal. Ich habe genug gehört. Immerhin hast du zugehört. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Wir hatten ein paar Hintergrundinfos gegeben, die wir noch nicht gewusst haben. Ja. Was weißt du über die Berserker? Die Kerle waren nicht immer so linientreu, wie sie sich geben. Ihr Gesetz existiert erst, seitdem dieser Thorald ihnen seine Ansichten untergejubelt hat. Jetzt ist er eine Art Heiliger für sie und wird nur noch der Pilger gerufen. Das zurückgezogene Leben und ihre selbst auferlegte Abschottung scheinen neuerdings Risse zu bekommen. Man sieht sie immer öfter Edan verlassen. Scheinbar sind die Weltenherzen der Grund. Mehr kann ich dir über sie allerdings nicht erzählen. Nur eines ist gewiss. Ihre Magie ist mächtig. Lass dich nicht von ihrer Lebensweise täuschen. Ja, noch die Kleriker. Wie steht es um dein Wissen über die Kleriker? Sie konnten am meisten Technik aus der alten Zeit konservieren. Okay. Und diesen Wissensschatz horten sie wie eine Mutter ihre Jungs. Ihr Aberglaube an ihren Gott ist nichts weiter als Hokuspokus. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er nicht einmal vor der Zeit des Meteoreinschlags existierte. Aber sollen sie ihren Götzen doch anbeten. Mir kann es egal sein. Vor allem, das ist ja irgendwie so ein Widerspruch in sich. Weil eigentlich... Also es ist ja normalerweise so, je fortschrittlicher eine Gesellschaft, desto weniger so wirklich der Glaube an Gott oder sowas. Und die sind halt die fortschrittlichsten, so mit einer Stufe, auf einer Stufe mit den Alps, aber glauben halt an irgendeinen komischen Gott. Ja. Warum haben sie so wenig Männer? Der Grund dafür liegt in der Vergangenheit. Vor etlichen Jahrzehnten hatten sie sich wegen irgendeiner Angelegenheit mit den Berserkern in den Haaren. Und als der Konflikt eskalierte, haben sie sich ganz auf ihre Kampfmaschinen verlassen. Sich selbst hatten sie nur mit leichten Waffen ausgestattet. Als dann aber der Sieg zum Greifen nahe war, versagten ihre Blechkameraden. Entweder wurden sie manipuliert oder ihr Gebet fiel wohl zu gering aus. Naja, die Berserker hatten jedenfalls daraufhin leichtes Spiel, um sie aus dem Weg zu räumen. Von dieser Niederlage haben sie sich nie ganz erholt. Okay, ja. Warum hat es dich hierhin verschlagen? Der Leuchtturm ist schuld, Junge. Leuchttürme üben seit jeher eine große Faszination auf mich aus.
Sie sind das Sinnbild für Hilfe und Orientierung, ein Wegweiser in der Not. Weißt du, in meinem Alter hat man genügend Anführer kommen und gehen sehen. Da schlage ich mich lieber auf eigene Faust durch und kratze meine Splitter anderweitig zusammen. Ja, wollte ich auch gerade sagen, also, dass der überhaupt so lange überlebt hat? Fragen wir mal das andere. Ist das die ganze Wahrheit? Nur nicht so ungeduldig, Jungchen. Bevor ich hier ankam, habe ich nicht weit von hier ein paar Schrottsammlern meine Hilfe angeboten. Ihr Auftraggeber verschleißt seine Leute wohl am laufenden Band und da war meine Unterstützung sehr willkommen. Doch dann hat uns des Nachts ein Haufen Kleriker überfallen und auf einen Kampf wollte ich es nicht ankommen lassen. Darum habe ich mich erst einmal zurückgezogen. Was machen Kleriker hier? Wie sie kämpfen sollen? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, nehme ich an. Nein, ich habe mich leider zu einer Dummheit hinreißen lassen. Da ich ohne Nahrung noch älter ausgesehen hätte, als ich eh schon bin, habe ich ihnen heimlich ein wenig Nahrung abgezwackt. Scheinbar erwarten sie keinen Angriff und fühlen sich so sicher, dass ihre Achtsamkeit nachgelassen hat. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass ich ihrem Anführer im Schutz der Dunkelheit auch die Waffe abgeluchst habe. Manchmal sind diese alten Knochen noch flink genug für solche leichtsinnige Aktionen. Und bevor du fragst, ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Es war einfach zu verlockend. Jetzt ist der Haufen sicher alarmiert und knüpft mich auf, wenn sie ins Jagdhorn blasen. Darum dachte ich auch, der Leuchtturm wäre ein gutes Versteck. Aber du weißt ja, wozu das geführt hat. Gib mir die Waffe des Klerikers. Warum sollte ich sie dir geben? Ja. Du sagtest, ich habe einen Gut bei dir. Aber natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Will ja nicht wortbrüchig werden. Okay. Okay. Keine Ahnung, wo die sind. Gibt es etwas, was man für dich tun kann? Nein. Ich komm schon klar. Verschwende deine Energie nicht an einem alten Knochen wie mir. Das Einzige, woran ich interessiert bin, sind Geschichten. Und ich denke, du wirst mir kaum etwas erzählen können, das ich noch nicht weiß. Ich könnte dir etwas über die Alps erzählen. Was soll er schon machen? Kaum jemand weiß etwas über ihre Hintergründe. Ich schon. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Dann lass mal hören. Alps agieren häufig nicht auf eigene Faust, sondern besitzen ein ausgeprägtes Gruppenverhalten. Der Begriff der Schwarmintelligenz greift jedoch zu kurz, was die Alps angeht. Jeder Alp kann frei handeln. Doch durch den stetigen Elix-Einfluss vertreten viele Alps eine einhellige Meinung. Aber es gibt auch jene, die alleine handeln, richtig? Korrekt. Das sind die Elixitoren. Sie gehören zur obersten Kaste. Wirklich interessant. Gibt es noch etwas, das du mir über sie erzählen kannst? Darüber hinaus gibt es noch die Feldherren. Sie koordinieren die Abläufe und versuchen, jeden Widerstand im Keim zu ersticken. Du meinst solche wie die Bestie von Xakor? Er schien sich einen besonderen Namen in ihren Reihen gemacht zu haben. Ja, aber er ist ein Kapitel für sich. So viel kann ich dir verraten. Und? Weiter? Die Bestie sind wir, ja? Oder bevor wir uns vom Elix frei gemacht haben? Die Alps besitzen ein weitaus höheres technisches Verständnis als die Kleriker. Auch wenn sie erst durch das Elix entstanden sind, sind ihnen Fragmente aus der alten Welt erhalten geblieben. Fragmente? Du meinst Wissen? Exakt. Dieses Wissen haben sie von einer Quelle großer Macht bekommen. Sie haben jedoch kein großes Interesse daran, den Zustand von einst zu rekonstruieren. Warum nicht? Weil dieser Wunsch menschlich ist und sie sehen sich nicht als Menschen. Ah, ich verstehe. Sonst noch etwas? Mehr gibt es nicht zu sagen. Das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Okay. Sehr schön. Können wir diese Waffe nutzen?
Volkmasama wird wahrscheinlich eine Zweihandwaffe sein. Und Schrottschild habe ich noch. Zweimal upgraded. Aber Zweihandwaffen nutze ich sowieso nicht. Und die sind, oder habe ich zumindest nicht vor. 70 Konstitutionen, bis ich diese Waffe tragen kann. Also, muss noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ich kann die dem auf jeden Fall zurückgeben. Oder ich guck mal, ich queste noch ein bisschen. Vielleicht gibt es ja eine Gegenquest, die sagt, hey, oh, hier, wieder ein Kartenstück. Ich habe die noch nie verfolgt, wirklich. Ich weiß auch nicht, ob man die alle zusammensetzen muss oder was da genau los ist. Ich hab mir jetzt nicht wirklich Gedanken gemacht über die Kartenstücke. So, hier haben wir wieder ein kleines Jump and Run, ne? Von einer Plattform zur nächsten, alles klar. Machen wir gleich. So, wir fangen hier an. Und dann fliegen wir da zu dem Ding hoch. Obwohl, ich kann auch auf diesen kleinen Zwischenring hier landen, hoffentlich. Sehr schön. Solange es keine sich bewegenden Teile sind, sollte das eigentlich ganz gut ausgehen. Ne? Ich meine, wir wissen schon, dass das mit bewegenden Teilen nicht so gut läuft bei dem Spiel. Dass man da dann gerne mal durchrutscht, einfach so. Ich sehe auf jeden Fall, dass es da oben Loot gibt. Aber was genau? Keine Ahnung. Aber ich hab's ja. Oh, da hat das Jetpack wieder nicht reagiert. So. What? Da kann ich nicht landen. Gut zu wissen. Oder wollte zumindest nicht landen. Vielleicht kann ich da auch landen. Aber wir gehen einfach direkt nach oben. So. Sehr schön. Diebesversteck. Das war jetzt nicht besonders... nö. Aufwendig, aber hey. So. Was nehmen wir da? Nehmen wir mal die 4. Dann, das muss eine größere Zahl sein. Die nächste Zahl muss kleiner sein. Nochmal kleiner. 4 und 5 sind falsch. Dann 5 an erster Stelle. Dann eine 9, 8 und 4. So müsste es sein. Ne, 5 von Dingen getauscht. Okay, als erstes die 8, 9, 5, 4. So. Easy. Zigarettenschachtel, Metallschrott, okay. Nur Müll. Müll, Müll, Müll. Und was haben wir hier oben? Nochmal ein Kartenstück oder sowas. Explosivbolzen, lauf doch mal daran vorbei. Foto, ne, Foto. Hallo, liebe Entwickler. Schön, dass ihr euch da, ne? Ja, okay. Diebes versteckt, keine Ahnung. Ne? Das ist doch wieder so eine komische, besondere Pflanze. Oh lol, die hätte ich jetzt nicht gesehen. So. Okay, dann sind wir auch fertig mit dem Leuchtturm. Jetzt ist die Frage, was als nächstes? Wieder zurück? Die Macht der Mitte. Achso, genau. Ach, das ist auch eine... Oh. Macht der Mitte war diese komische Siedlung. Jetzt können wir ja gucken, wo die sind. Er hat gesagt, in Edan, oder? Also wieder bei den Berserkern irgendwo. Hier, okay. Da ist eine neutrale Siedlung. Gibt es denn eine neutrale Fraktion? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe mich nicht gespoilert, deswegen, ne? Nein, das will ich jetzt nicht. Kai, ach, das sind alles Gefährten. Nein, nein, nein. Proviantlieferung und die Mutprobe. Probe. Das ist alles. Okay. Anscheinend muss ich diese Kleriker erstmal finden. Oder die Quest ist irgendwo anders. Oder sie zählt auch schon als abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir werden schon irgendwas, ne, finden. Gucken wir mal, dass wir Scrappy Coco sein Zeug bringen. Hier könnte man verweilen, wenn wir Zeit hätten. Beziehungsweise ein kleiner Abstecher nach oben. Da waren auch irgendwelche Viecher noch. Das weiß ich noch.
Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich die Quest noch. Okay, du wirst doch nicht leben gelassen. Hab ich in der letzten Folge gemeint. Du bleibst am Leben, aber... Nein. Hier, diese Höhle ist interessant. Ist das irgendeine Erzader? Ist das Schwefel oder Gold? Schwefel. Gibt's, ja doch, es gibt Gold. Kurz überlegen, ob es Gold gibt. Weil ist ja anscheinend nichts mehr wert, das Gold. Aber Geräusch. So, dann gucken wir mal. Ich kann mich eigentlich teleportieren. Wieder zur Hauptstadt. Der müsste ja irgendwo in der Stadt sein, genau. Und dann gucke ich einfach da mal nach. Gehen wir mal zum Vor und gucken uns da mal auch ein bisschen um. Gibt ja noch einiges zu tun. Da gibt es auch noch ein paar Händler. Gucken wir mal die Waffen an, die Rüstung und was die sonst zu bieten haben. Wer weiß, vielleicht finden wir ja was sehr Schönes. Dann sind wieder die komischen Händler. Ich weiß gar nicht, war ich auf dem Turm war ich zum Beispiel noch nicht. Genau. Da bin ich einfach dran vorbeigelaufen. Deswegen machen wir das jetzt. Sehr schön. So. Ich muss mir Heiltränke besorgen. Sollte ich nicht vergessen. So. Hier war doch ein Laden. Okay, der Typ. Doch, da ist der Typ. Du bist ein Waffenhändler. Gut, dich zu sehen. Ja, ja. Zeig mir deine Waren. Aber natürlich. Alter, was er da hinten hat. Sieht sehr gut aus. Reaper. Ist aber eine Zweihandwaffe. Ich will keine Zweihandwaffe. Shredder. Schon wieder eine Zweihandwaffe. Oh, Speerschleuder. 58 Schaden. Hört sich gar nicht so schlecht an. Speerschleuder und ein Tarpune. Was ist denn der Unterschied? Woran erkenne ich eigentlich Waffen, die ich upgraden kann? Ausgeklügelt und gefährlich unterm Strich, aber dennoch Schrott. Eine Armbrust. Der überhaupt nichts drauf hat, außer ich kann die upgraden. Steakteller, habe ich das schon? Ja, das habe ich schon. Okay. Kettenschwert habe ich nicht. Achso, ich habe die upgegradete Variante schon. Stimmt. Ich weiß auch nicht, immer nicht genau, woran ich erkenne, ob man was upgraden kann. Also kann ich generell einfach alle Waffen upgraden? Oh, der hat hier Geschosse, sehe ich gerade. Geschoss ist, ne, für... Piu, 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 den Granatwerfer. Sprenggranaten eigentlich auch. Der ist wahrscheinlich für ein... Also ich habe ja so eine große... Ja, egal. Egal. Schrotpatronen, das wollte ich eigentlich mitnehmen. Zwei kosten die, nehme ich mit. Weißt du, ich habe so viel. Nimm mal mit. Und Heiltränke. Was kosten die? 95 das Stück. Das geht eigentlich. Ist jetzt nicht so teuer. Hm? Also ich habe ja ein bisschen Kohle, von daher können wir das machen. Okay, das sollte erstmal alles sein. Speerschleuder, Harpune, weiß ich noch nicht, ob ich die nehme. Gucken wir mal. Oh, schade, dass ich da hinten nicht rankomme. Haust du wohl ab? Die Waffen sehen viel besser aus. Sieh zu, dass du verschwindest. Dann hatten wir hier einen Gemischtwarenhändler. Du verkaufst wahrscheinlich noch mehr Heiltränke, obwohl ich verkaufe Lederkapuzen. Schutzmaske habe ich. Ring der Ausdauer. Innereien. Okay. Alles, oh, ich habe aus Versehen rechtsklick gedrückt. Alles, was man haben will oder nicht haben will, zumindest ich nicht. Presslufthammer, Zigarettenschachtel. Ja, die werden ja sofort umgewandelt in normale Zigaretten. Hochleistungssuppe, Plasmazelle, Geschosse, Schrotpatronen. Die kann ich wieder mitnehmen. Weißt du, wenn du das schon hast, dann gibt's ja mehr. So, passt. Wieso haben die hier Mana-Tränke? Das ergibt ja nicht mal Sinn. Die benutzen nicht mal Mana. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nimm alles mit. Alles looten. Die ganzen Hütten lassen wir mal in Ruhe. Ne? Wollen uns ja nicht mit dem komischen Typen da anlegen.
Vielleicht nachts. Ich weiß nicht, ob die einen Schlafrhythmus haben. Eigentlich sollten sie es ja haben. Zumindest früher in allen Gothic oder beziehungsweise Piranha Bytes Spielen gab es ja immer so einen Tag-Nacht-Rhythmus. Warst du schon im Käfig? Hast du ein Loch im Kopf? Der Käfig hört sich interessant an. Wirft eine gute Gabel und einen guten Becher weg. Seid ihr verrückt oder was? Und einen kleinen Heiltrank. Sehr schön. Wir haben ein bisschen Plus gemacht bei den Heiltränken. Sehr schön. William. Brief über Baxter. Okay. Ich mag neugieriges Pack nicht. Ey. Ja, lauf nur. Beruhig dich. What the hell? Ich mag doch, neugieriges. Jetzt. Ja. Vorne hat er mich doch nicht erkannt. Also ich bin noch kurz reingegangen und er hat auch nichts gemacht. Gucken wir mal, ob ich hier da so. Ich mag neugieriges Pack. Ja, lauf okay. Nur. So, in dem Müllcontainer ist noch was drin. Das sehe ich doch schon von hier. Also komisch. Ich kann schleichen und dann sieht er mich auf einmal. Ich schleiche nicht und gehe rein, dann sieht er mich nicht. Dann kann ich durch seine ganze Wohnung laufen. Und erst wenn ich wieder rauskomme, hat er irgendwie ein Problem mit mir. Gute Gegnererkennung oder gute Schleicherkennung oder Verbotserkennung. Keine Ahnung, wie man es nennen will. Na großartig. Noch einer, der glaubt, bei uns gäbe es was umsonst. Du hast Glück, dass du kein Berserker bist. Die haben mir schon mehr als genug Ärger gemacht. Genau wie die verdammten Kleriker. Probleme mit Klerikern? Probleme mit Klerikern? Berserker, Kleriker. Die einen kommen von vorne und die anderen von hinten. Und alle wollen sie uns an die Wäsche. Die einen brauchen Männer und die anderen wollen unser Land. Ja, wollen euer Land. Das ist doch ein bisschen zu viel, oder? Die Kleriker wollen eure Männer? Natürlich. Kleriker haben doch totale Nachschubschwierigkeiten, was neue Rekruten angeht. Wusstest du das nicht? Aber dass sie unsere Männer kriegen, können sie vergessen. Wer glauben die denn, wer ich bin? Ich bin William. Ich gehöre zur Familie des Dukes. Mir gehört der verdammte Laden hier. Wer nicht tut, was ich sage, landet schneller in der Schlucht, als ihm lieb ist. Denk daran, wenn du hier bist. Okay. Ich hab vergessen, der eine Typ am Anfang, nicht am Anfang, war es dieser komische Schrottsammler, für den ich den Trevor umlegen sollte. Der hat mir ja gesagt, irgendeiner ist nicht so hart, wie er sich gibt. Aber wer war das nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Gibt es da irgendein Journal oder sowas? Also, ne? Kann ich das irgendwo nachgucken? Sieht schlecht aus, oder? Ich würd fast sagen, sieht schlecht aus. Verbündete aus dem Mittelalter? Okay. Nein. Wisst ihr was? Das gucke ich jetzt einfach in meiner alten Folge nach. So, ich habe mir da nochmal das alte Video reingezogen. Und, wisst ihr, was er wortwörtlich gesagt hat? Der Typ macht nur auf dicke Hose, aber es ist eigentlich nur heiße Luft. Und wisst ihr, wer das war? Das war William. Das heißt, der Typ ist der, an den ich mich jetzt halten soll erstmal. Bist du sicher, dass du hier alles im Griff hast? Wenn hier jemand Scheiße baut, dann regel ich das schon. Du solltest dich also lieber gut mit mir stellen. Apropos gut stellen. Du könntest direkt mal damit anfangen. Ich habe ein Problem, bei dem ich einen Außenseiter gut gebrauchen könnte. Ja. Wofür brauchst du meine Hilfe? Ich brauche jemanden, der unbekannt ist. Jemand, den die Hauptmänner hier im Lager nicht auf dem Radar haben. Einige der Hauptmänner sind unzufrieden. Und ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Puh.
Welche Hauptmänner? Wegen der Hauptmänner. Wer sind sie? Es geht um Big Jim, den momentanen Meister der Arena. Chloe, sie führt das Vergnügungsviertel hier im Vor. Und um Mad Bob. Er nennt sich selbst der Müllbaron. Bei ihm solltest du aufpassen. Er hasst es, Mad Bob genannt zu werden. Sprich ihn also besser nicht auf diesen Namen an. Ach ja, und Blake nicht zu vergessen. Er ist auch einer unserer Hauptmänner, aber er ist loyal. Mit ihm haben wir keine Probleme. Okay, ich verstehe es jetzt nicht ganz. Hauptmänner sind nicht die Familie des Duke. Ich glaube, mir hat mal einer gesagt, wer alles Familienmitglieder sind. Das war sogar, glaube ich, die Wache am Tor, soweit ich das weiß. Aber ich habe schon wieder nicht im Kopf. Wo ist das Problem mit Mad Bob? Mad Bob? Ja, der ist ein Fall für sich. Also die Fakten sind die. Er liefert nicht mehr. Er ist Oberaufseher für unsere Schrottlieferung. Aber es kommt kein Schrott mehr an und ich weiß nicht warum. Dann frag ihn. Du musst verstehen, so einfach ist das nicht. Bob ist ein lieber Kerl, aber er kann... Naja, du wirst ihn kennenlernen. Ich befürchte, dass er nicht mehr liefert, weil niemand mehr für ihn arbeiten will. Wenn du es schaffst, dass Mad Bob wieder liefert, verspreche ich dir eine fette Belohnung. Okay, also, Mad Bob ist ja dieser verrückte Typ, ne? Mal schauen, wie wir mit dem... Können wir den auch einfach loswerden und selber der Müllbaron werden? Das wär doch mal nice. Was ist mit Big Jim? Big Jims Ventil ist völlig kaputt. Er hält sich für den Allergrößten. Nur weil er es schafft, jeden in der Arena zu besiegen. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass er behauptet, eines Tages auch den Duke zu besiegen. Anscheinend will er sich das Fort unter den Nagel reißen. Aber ich sag dir was, er ist gar nicht so stark, wie er tut. Ich könnte wetten, dass die meisten sich freiwillig von ihm besiegen lassen, weil sie Angst vor ihm haben. Ich will, dass du gegen ihn antrittst. Ich will, dass du für den Duke kämpfst und Big Jim in seine Schranken weist. Damit er merkt, wo er hingehört. Okay. Was ist mit Blake? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Blake ist der einzige Hauptmann des Dukes, der hier keine Probleme macht. Der kümmert sich oben um seine eigenen Angelegenheiten und tut, was man ihm sagt. Das, was ich mir hier von allen wünschen würde. Okay. Das sind anscheinend wirklich die Typen, die ihm unterstellt sind. Was hat Chloe getan? Chloe zahlt ihre Abgaben schon seit mehreren Monaten nicht mehr. Ich brauche jemanden von außen, der sich darum kümmert. Die Leute haben Angst, dass Chloe sie nicht mehr in ihren Laden lässt, wenn sie hier krumm kommen. Aber du bist keiner von uns. Bei dir sollte das kein Problem sein. Ich will, dass du zu ihr gehst und herausfindest, warum sie nicht mehr zahlt. Wenn du das nicht hinkriegst, dann sorge wenigstens dafür, dass sie ihre ausstehenden Schulden bezahlt. Okay, dann fragen wir mal nach dem Duke nochmal oder Duke. Wer ist der Duke? Du rennst hier im Fort herum und weißt nicht, wer der Duke ist? Der Duke ist mein Cousin Logan. Er ist der Boss hier. Er hat diesen Ort von der Tyrannei Baxters befreit. Wenn du Scheiße baust, weiß der Duke es noch, bevor du es selber weißt. Und du findest dich schneller am Ende seiner Waffe wieder, als dir lieb ist. Hast du nicht gesagt, du wärst der Boss hier? Der Duke ist mein Cousin, also bin ich der Duke. Also, wenn der Duke etwas will, dann... Nein, andersherum. Wenn ich etwas will und dem Duke es sage, ihn frage, dann bekomme ich, was ich will. Also, was ich sagen will, dass der Duke ich bin. Nee, warte, also ich bin quasi nackt. Ach, verdammte Scheiße. Mein Wort ist für dich Gesetz, kapiert? Schon klar. Ah, du Affenkopf. Alter, die haben echt ein paar Schakale gezähmt. Cool. Ja, gucken wir aber weiter. Fragen wir mal. Was müsste man tun, wenn man bei euch mitmachen will? Nicht so hastig, Grünschnabel. Wen wir hier ins Fort aufnehmen, entscheide immer noch ich. Wenn du hier mitmachen willst, musst du mir erstmal deine Loyalität beweisen. Tu einfach alles, was ich dir sage. Beweise, dass du erfahren genug für den Job bist. Und vielleicht gebe ich dir einen Platz in unseren Reihen. Ach ja. Du solltest natürlich auch nicht mit den anderen Gemeinschaften, wie den Klerikern, den Berserkern oder den Separatisten paktieren. Letztere sind besonders gefährliche Gesellen. Du weißt doch hoffentlich, von wem ich rede. Ja, natürlich. Separatisten sind die ausgestoßenen Alps, die in den Ländern der freien Menschen ihre eigenen militärischen Ziele verfolgen. Ja, genau. Jetzt verstehen wir uns.
Okay. Angenommen, ich schließe mich euch an. Dann wirst du wie jeder als Läufer anfangen, sofern du genügend Erfahrung mitbringst, sodass wir dich auch gebrauchen können. Nur weil jemand die Muskeln spielen lassen kann, wird er nicht gleich zum Vollstrecker ernannt. Das Privileg musst du dir erst erarbeiten. Aber dafür garantiere ich dir, wird es sich auch lohnen, wenn du dir den Arsch für uns aufreißt. Je höher du stehst auf der Karriereleiter, desto besser ist die Ausrüstung, die dir zur Verfügung gestellt wird. Okay. Genau, das habe ich mir auch irgendwie überlegt. Ich meine, ich komme ja eigentlich ja mehr oder weniger ganz gut durchs Spiel durch. Also ich mache bis jetzt alles platt, was mir vor die Flinte kommt, außer jetzt die die Alps in der komischen Kuppelstadt. Kuppelstadt war's. Da war ich nicht so toll. Ja, weil es waren einfach zu viele. Aber theoretisch könnte ich auch einfach komplett ohne Fraktion spielen. Also kann ich das Ende erreichen auch komplett ohne Fraktion? Vielleicht mache ich das ja dann. Wer weiß, wer weiß. Ich kümmere mich um deine Hauptmänner. Das wollte ich hören. Wenn du dich um alle Hauptmänner gekümmert hast, würde ich es in Erwägung ziehen, dich bei uns aufzunehmen. Und eine dicke Belohnung für dich gibt es natürlich auch. Der Duke vergisst niemanden, der ihm loyal gegenübersteht. Komm wieder zu mir, wenn du gute Nachrichten hast. Alles klar. Ich weiß nicht, war da nicht ein Brief von einem seiner Hauptmänner oder einer seiner Hauptmänner? Ich glaube gar nicht, dass du hier stehlen kannst. Warum schleichst du? Glaub ja nicht, dass du ich hier stehen ihm kannst. Den Weg ab. Oh oh. Ich renn mal. Ich will ja nicht laden, wenn aus Versehen irgendwas passiert. Also nicht unbedingt zumindest. Wenn ich jetzt sterben würde, okay. Oh. Das habe ich ja vorher gar nicht gesehen. So, haben sich jetzt alle wieder beruhigt oder muss ich jetzt doch eine Strafe zahlen? Es stand zumindest nichts da. Wir gucken uns gleich mal diesen Brief an Baxter an. Baxter war einer seiner... Doch, war doch, oder? Oder bin ich jetzt komplett blöd? Kann sein. Doch, ich muss doch was machen. Brief über Baxter. Erst nimmt er die Hälfte der Leute mit und dann versteckt sich der feige Hund. Die Sau ist bestimmt über die Grenze nach Caracas abgehauen. Das war sicher nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Baxter? Nee, es war nicht Baxter. Ich weiß nicht, ich hab schon wieder die Namen vergessen. Ich achte echt zu wenig auf die Namen. So, wo kann ich meine Strafe bezahlen? Eigentlich bei dem Typen da vorne, oder? Also theoretisch müsste das doch klappen. Du! Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Muss ich jetzt zum Duke? Die Frage ist, wo ist dieser Kerl? Ich kann jetzt wieder mit niemandem reden, solange ich nicht mit dem Duke geredet habe. Das sieht doch irgendwie so erhöht aus. Wohnt er nicht ganz oben vielleicht? Naja, sieht eine ziemlich abgefuckte Hütte aus. Obwohl... Doc. Docs Bodyguard. Hümpf dich selber. Alles klar, schon verstanden. Nee, die Zunge rausgeschnitten oder was? Ach, der macht hier so Metz oder was? Also hier solche, wie heißt das? Stims. Ich bin der Doc. Du bist hier, um Stoff zu kaufen, richtig? Oder bist du etwas wegen etwas anderem hier? Du verkaufst Stoff? Ja, richtig. Alles, was du brauchst. Alkohol, Stims in jeder Geschmacksrichtung. Oder suchst du vielleicht den besonderen Kick? Der alte Doc kann dir alles besorgen. Wenn deine Venen jucken, ist er dein Mann. Gut, das ist irgendwie selbsterklärend. Warum nennt man dich Doc? Ist das nicht offensichtlich? Wir stellen es einfach mal dumm. Kannst du mich heilen? Auch das
kann ich für dich tun. Okay. Aber natürlich nicht umsonst. Wieso sollte man das machen? Ich kann in ein scheiß Bett gehen und schlafen. Okay, wollen wir den wirklich... Keine Ahnung. Du hast wohl zu... Ich nehme nichts von meinen Stims. Der alte Doc ist Händler, kein Kunde. Ja, fragen wir mal nach. Wieso stotterst du denn? Es gab eine Zeit, in der war der alte Doc normal. Ich hatte einen Unfall. Als die Outlaws wollten, dass ich mit Stims experimentiere, sagen wir einfach, es gab einen Unfall. Es war das letzte Mal, dass ich versucht habe, Stim-Konzentrate herzustellen. Oder sie pur zu nehmen. Ein Gutes hat es allerdings. Ich werde nie wieder Stims brauchen. Bist du wie Obelix oder was? Was hast du anzubieten? Im Moment nichts. Ich wurde beklaut. What? Was wurde dir geklaut? Alles. Der gesamte Vorrat. Weg. Einfach weg. Alles weg. Puff. Aber du könntest mir helfen. Wenn du etwas bei mir kaufen willst, dann musst du den Dieb finden. Finde ihn. Finde den Dieb. Mach ich. Ja, sag mal. Weißt du, wer dich hast du Ahnung? Nein, keine Ahnung. Ich war nur kurz weg. Etwas erledigen. Jetzt muss der alte Doc erst mal wieder genug Stoff herstellen. Alles klar. Erstmal ein Error bekommen. Ich würde sagen, das ist dann auch ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Also ich guck mal, wo es dann das letzte Mal gespeichert hat. Ja, egal. Passt. Ich hoffe trotzdem, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Euer Schulzmann.